Niveau soft. Das ist laut. Sekunde mal eben. Ah, besser. So, okay. Mein Spielername ist natürlich der Pusherl. So, das hier ist Ritter Ardur. Wir sind dazu da, um die Prinzessin zu retten und irgendwas zu bauen, glaube ich. Keine Ahnung. Das Spiel ist mir in die Hände gesprungen. Ich dachte mir, machen wir mal mit. Ah, hier kann man auch nochmal so ein bisschen so eigener Mauszeiger. Ja, geil. Ja, dann nehmen wir das doch so anwenden. Schön. Gut, dann spielen wir das mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. King Sigmund loved to eat. One day his niece, Princess Helen, came to visit him. The king was eating and waxing nostalgic when all of a sudden... König Sigmund liebte es zu essen. Eines Tages kam ihn seine Nichte, Prinzessin Helen, besuchen. Der König aß und wurde zunehmend nostalgischer, als plötzlich... There came a tornado, the likes of which had not been seen in 200 years. Animals, houses, and even people flew through the air. King Sigmund's castle somehow withstood the storm. But his troubles had only just begun. Ein riesiger Tornado auf Zug. In einer Stärke, wie er seit 200 Jahren nicht mehr gewütet hatte. Tiere, Menschen, sogar Häuser flogen durch die Gegend. König Sigmunds Schloss widerstand dem Sturm nur knapp. Doch die Probleme hatten gerade erst begonnen. The tornado woke Firemount the Dragon, a terrifying nocturnal hunter. According to legend, Firemouth could not sleep until he ate 37 people. The legend might be wrong, but the dragon had already eaten 8 people and didn't seem the least bit ready to go back to sleep. Der Tornado weckte Feuerspei, den Drachen, einen schrecklichen nächtlichen Jäger. Es hieß, Feuerspei würde erst wieder in den Schlaf fallen, wenn er 37 Menschen gefressen hätte. Die Legende mag falsch sein, aber der Drache hatte bereits 8 Menschen gefressen und sah nicht aus, als würde er sich allzu bald wieder schlafen legen. And what's more, Princess Helen found out that during the tornado, her father, King Olgert, had been struck by lightning. Nobody knew whether he would live or die. She needed to return home immediately. But all the roads were in ruins, the hamlets were destroyed, and a hungry dragon circled over the land. Und was noch schlimmer war, Prinzessin Helen erfuhr, dass ihr Vater König Olgert bei dem Sturm vom Blitz getroffen worden war. Niemand wusste, ob er leben oder sterben würde. Helen wollte sofort nach Hause zurückkehren, aber alle Straßen waren zerstört, die Dörfer verwüstet und ein hungriger Drache kreiste über dem Land. Wie hat sie dann davon erfahren können? Naja, Telefon im Mittelalter. Famed for his wit and courage, named Arthur, answered duty's call. Not only would he have to escort the princess, but he would also have to restore the ruined lands. King Sigmund promised him a shiny new castle as a reward for successfully completing the quest. Ein Ritter namens Arthur, bekannt für seine Geschicklichkeit und seinen Mut, erwies sich als Retter in der Not. Er würde nicht nur die Prinzessin eskortieren, sondern auch das verwüstete Land wieder aufbauen. König Sigmund versprach ihm ein prächtiges neues Schloss als Belohnung. Lesen ist schon schwer. Everyone knows that good knights don't care about rewards. They are only concerned with heroic deeds and love. Have a safe journey. Aber jeder weiß, dass gute Ritter sich nichts aus Belohnungen machen. Es geht ihnen immer nur um Heldentaten und Liebe. Gute Reise. Ja, so wie er da zwinkert, als er ihr in die Kutsche hilft, ne, geht's ihm um Liebe. Ja, kleine Sau. Okay, wir befinden uns hier, wo diese Fahne ist. Level 1.1 nicht beendet. Schätze mal, wir müssen hier so lalala überall rum, weshalb ich allerdings nicht verstehe, ist die Straße hier unten endet, warum wir... Ja, egal. Wir müssen also wahrscheinlich irgendwie hier helfen. Gut. Befreie die Straße nach Norden von den Bäumen, die der Sturm umgeweht hat. Das ist der erste und einfachste Test. Okay, Bäume und Äste räumen 3. Da ist ein Arbeiter. In diesem Level musst du die Straße zurück freiräumen, also 3 Hindernisse beseitigen. Klicke auf das Hindernis, das deiner Hütte am nächsten liegt. Okay, dann habe ich deinen Arbeiter. Gut. Hervorragend, beseitige die restlichen 2 Hindernisse. Gut, dann machen wir das doch.
Okay, in dieser Hütte ist ein Arbeiter. Ein Arbeiter braucht Essen, um Bäume und Äste beiseite räumen zu können. Nachdem die umgefallenen Bäume weggeräumt wurden, werden sie zu einem wichtigen Rohstoff. Holz. Okay. Sonst kann ich hier nichts anklicken. Ui, ah, die Kutsche rennt weiter. Okay, und überall sind Pilzersteinchen. Okay. Aufgabe vor dem Abend gelöst. Das Schloss wurde erweitert. Okay. Na, ah, super. Sekunde mal. So, Dilly. Ah, da ist unser Schloss. Ah, man kann so ein bisschen, wenn ich drüber gehe, sieht man so schattenhaft so ein bisschen die Umrisse, wie es später mal aussehen wird. Mein Schloss wurde ausgebaut, ich habe eine Hütte. Haha, hübsch. Ja, es war ein Telefonat, Entschuldigung. So, Level 1.2. Gehen wir da weiter. Die erste Brücke. Du wirst nicht immer genug Proviant haben, also musst du deinen eigenen Bauernhof bauen. Denk dran, dass du Holz benötigst, um ein Gebäude zu bauen. Wenn du deinen Bauernhof gut gebaut hast, überhaupt gebaut, nicht gut. Repariere die Straße zur Brücke und die Brücke selbst. Okay. Jetzt kannst du deinen eigenen Bauernhof bauen. Ein Bauernhof produziert eine Einheit Nahrung pro Spielminute. Okay, ich habe hier einen Arbeiter. Einen Bauernhof. Baue einen Bauernhof, indem du ihn anklickst. Jo. So. Ich werde aber erst hier an der Seite. Du hast deinen eigenen Bauernhof gebaut. Der Hof hilft regelmäßig Essen ab. Jetzt repariere die Straße zur Brücke. Ich werde erstmal schauen, dass ich auch anderswo, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja noch irgendwas zu finden. Also ich alles abbaue, was es irgendwo gibt. So, sonst ist hier aber nichts. Gut. Ich habe immer noch nur einen Arbeiter in der Hütte. So. Oh, da ist Nahrung. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dies ist eine Lieferung mit Essenstelle. Sicher, dass immer alle verfügbaren Rohstoffe eingesammelt werden. Ja, ich nehme das mal mit, weil ich nicht weiß, ob der vielleicht aufhört zu produzieren, wenn noch was rumliegt. So, dann habe ich hier noch Bäumchen. Okay. Das nächste Hindernis ist ein kaputtes Straßenstück. Erneuere es, indem du einen Arbeiter hinschickst, der es repariert. Das ist nicht das Problem, denn ich habe ganz viel Holz. Und der repariert das. Genau. Und dann repariert er das auch noch. Schön. Ich erinnere mich übrigens daran, dass ich das Spiel schon mal vor 2 Jahren oder so, das ist ein Holzstoß, ein seltener natürlicher Rohstoff, sammle ihn ein. Ja, mach ich gleich. Dass ich irgendwie vor 1-2 Jahren auch schon mal dieses Spiel im Internet bei irgendeiner Spieleseite getestet habe, 1 Stunde oder so. Kann das sein? Es kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Fantastisch, jetzt musst du nur noch die Brücke instand setzen. Schicke einen Arbeiter zum Reparieren hin. Jo, mach ich. So. Reparieren. So, an sich habe ich ja jetzt alles. Und, ja, dürfte das Level eigentlich auch geschafft sein. Juhu. Gut. Und überall sind wieder Glitzersterne. Gut. Punkte haben wir 760, 7410 Zeitpunkte, 30 Rohstoffe. Yay, und die Aufgabe wieder vor dem Abend gelöst, sodass das Schloss erweitert wurde. Und wir haben jetzt einen Zaun um unser Häuschen. Also es geht hinterher bis hier oben, die Turmspitze. Das ist interessant. Gut, dann nähern wir uns Level 3. Der Sumpf, willst du nicht immer warten müssen, bis ein Arbeiter seine Aufgabe erledigt hat und nach Hause zurückkehrt? Erweitere deine Hütte zu einem Haus, das 2 Arbeiter beherbergen kann. Erstmal ein Bauernhof, dann ein Haus und die Straße reparieren. Jetzt kannst du deine Hütte zu einem Haus ausbauen. Ein Haus hat Platz für 2 Arbeiter. Gut. Mach du erstmal das da. Das hast du die Hütte zu einem Haus umgebaut, finden 2 Arbeiter darin Platz. Und du kannst die Aufgabe schneller erledigen lassen. Klicke auf die Hütte, um sie umzubauen. Okay, so. Ich schicke den erstmal dahin. Oh, das ist aber schön. Und dann schicke ich ihn hier hin. Hervorragend, jetzt kannst du den 2. Arbeiter losschicken, ohne darauf warten zu müssen, dass der 1. zurückkehrt. Genau, so, der kann da hingehen. Die können übrigens, glaube ich, aber nicht gleichzeitig in dieselbe Straße langlaufen oder so. Oder laufen die aneinander vorbei, das weiß ich gar nicht. Wäre natürlich ziemlich cool. So,
schicke ich den einen hier unten hin, dass er alles abbaut, und den anderen da oben hin, ein Stück Sumpf in eine Straße zu verwandeln, braucht ein Arbeiter 3 Einheiten Holz und 2 Einheiten Nahrungsmittel. Der Bauernhof erzeugt Nahrungsmittel und Holz kannst du auf der Straße sammeln, die nach Süden führt. Ja, das weiß ich. So und so. Hol mal die Nahrungsmittel ab. So. Na, hab doch gesagt, du sollst dahin laufen. So. Da ist noch ganz viel Holz. Das nimmst du auch mal mit. So. Ja, doch, die laufen aneinander vorbei. Ist gut. So. Wenn der fertig ist mit Abholen, dann kann er noch die Nahrung einsammeln. So. Und dann... Ja, den kann ich noch... Wenn du es schaffst, ein Level vor dem Abend zu beenden, wird dein Schloss erweitert. Der Abend bricht herein, wenn... Keine Ahnung. Ich glaube, hier oben die Zeit abgelaufen ist bis da oder so. So. Dann ist hier noch ein Holzstoß. Und... Ah, gut, das hat noch gezählt. Schön. Das ist schön. Ich habe das gerade so schnell weggeklickt, aber ich glaube, wenn hier, dann bricht der Abend ein und hier, dann dauert es zu lange. So, mein Schloss wurde ausgebaut. Und zwar, mein Häuschen wurde größer und ist jetzt aus Stein. Das ist ja schön. Gut, dann nehmen wir mal Level 1.4. In vielen Leveln wirst du verlassene Gebäude finden. Repariere diese und sie gehören dir. Es ist wichtig, dass du dir erst einen Weg zur Sägemühle im Nordwesten bahnst, um ausreichend Holz zu haben. Fang danach an, die Straße durch den Sumpf zu bauen. Sägemühle reparieren, Straßenrücken mit Bretter reparieren. Okay, erstmal bauen wir das aus und dann schicken wir dich mal das holen. So, dann holst du das. Dann holst du das. So. Du holst das. Dann holst du das. So. Ja. So. So. Das ist schon mal gut. Einmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, das sollte reichen. Reicht das jetzt? 15? Nee, so, jetzt. Reicht es aus. So. Sehr schön. Dann holst du jetzt nochmal den Holzstoß ab und dann die Nahrung. So. Einer holt das ab, der andere holt das ab. So, und der nächste holt da oben noch das Holz weg. Kann ich das noch weiter? Ne, kann ich nicht weiter ausbauen. Okay, du bringst das weg. So, einmal das. Und du holst einmal die Nahrung. Der nächste, der fertig ist, der sollte... Da ist noch Holz. Gut, dann kann der eine schon mal direkt hier anfangen. Der andere holt das Holz hier ab. Na komm. So. Sehr gut, das geht doch super. So, wenn du damit fertig bist, kannst du die Nahrung abholen. Und du holst das ab. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Ja. So. So. Du holst das Holz noch, bitte. Okay. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Einer holt das, der andere holt das. So. So, 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 so. So, du holst die Nahrung und der andere macht das letzte Stückel fertig. Dann müsste es auch schon reichen. So, perfekt. Und ich bin auch wieder vor dem Abend fertig. Das ist schön. Dann wird auch mein Schloss wieder ausgebaut und überall flitzern Sternchen rum. Juhu. Sehr schön. I expanded my castle. Okay. Oh, wie schön. Jetzt kann man sogar sehen, dass es ein Schloss werden soll irgendwann mal. Okay. Weiterspielen. Weit im Nordwesten wachsen einige bemerkenswerte Blumen. Pflücke sie und mache dich dann an die Straße nach Osten. Okay. Blumenpflückenbrücke reparieren. Okay, jetzt kannst du deine eigene Sägemühle bauen. Eine Sägemühle produziert eine Einheit Holz pro Spielminute. Okay. Das da brauchen wir... So, du holst erstmal die Nahrung. Und dann holst du mal das ab.
So, die Sägemühle. Ja, ich würde gern. Fuck, ich hätte erst zusätzlich deine eigenen, wohin zu verlassene Gebäude wieder flott machen, ja?